Victoria Köln, der Selbstprüfer, ne? Hm? Ist bei Victoria Köln, ne? Ja, ich hab Kevin Hagemann bei uns, eine Woche Training ist rum, erst 90 Minuten sind rum. Fasst aber das Spiel und die erste Trainingswoche zusammen für uns. Ja, die erste Trainingswoche habe ich, glaube ich, unter der Woche sogar schon mal ein bisschen zusammengefasst. So ist es weitergegangen. Ich glaube, wir sind nach einer Woche sehr harmonische Truppe. Das kann man jetzt schon sagen. Ich glaube, dass sich so eine erste Woche auch schon in der heutigen Leistung zeigt. Auch wenn Fortuna Köln sicherlich in der Konstellation am Saisonanfang wahrscheinlich nicht da sein wird, muss man trotzdem hier erstmal gewinnen. Genug gute Jungs waren dabei, erfahrene Jungs vor allem, und dafür haben es echt wunderbar gemacht. Komplett durchgemischt, und das war eine tolle Leistung, am Ende auch ein verdienter Sieg. Ein paar Wochen haben wir immer zwei Gegentore bekommen, heute keins, woran lag's? Gut verteidigt, glaube ich. Alles klar, stimmt. Gabinetta bei uns, heute gegangen von Frauen aus Nabrück. Die zweite Halbzeit hatte auf der rechten Seite den Wirbel gemacht, die war es die ersten 45 Minuten im neuen Trikot. Ja, sehr positiv. Hat Spaß gemacht, die ganze Woche mit den Jungs zu arbeiten, die Jungs kennenzulernen. Haben mich sehr gut aufgenommen, und ja, ich denke, wir haben generell ein gutes Spiel gemacht über 90 Minuten. Natürlich bei den Wetterungsbedingungen und der Trainingswoche in den Knochen haben es, fand ich, echt gut gemacht und darauf gemacht. Du hast gerade gesagt, erste Woche bist du da, neue Jungs, alles toll. In der dritten Liga, was musst du dir vor für die Saison?
Ja, also Ziel ist natürlich immer schwer für die gesamte Saison zu sagen, aber wir wollen auf jeden Fall so viele Punkte holen wie möglich, für jedes Spiel gewinnen. Und ich denke, wenn wir das Spiel zu Spiel schauen und jedes Mal unsere Leistung abrufen, dann ist alles möglich. Drücken wir die Daumen, dass es klappt. Ich wünsche dir eine schöne zweite Woche. Paul Grabe bei uns heute. Ich glaube, also ich war jetzt 70 Minuten ungefähr auf dem Platz. Ich denke, so nach der ersten Trainingswoche war es wirklich ein ganz guter Test. War schon recht ordentlich. Hinten sicher bestanden, wenig zugelassen. Vorne ist natürlich geschossen. Also ich denke, für den ersten Test war es auf jeden Fall in Ordnung. Du kommst beim VfL Bochum, hast deine erste Liga mit trainiert. Was ist der größte Unterschied zum Viertligisten? Ich würde sagen, der größte Unterschied ist so ein bisschen die Schnelligkeit im Spiel. Aber sonst ist es relativ ähnlich, würde ich behaupten. Also gerade für einen Torwart tut sich da jetzt, glaube ich, nicht ganz so viel. Wie gesagt, hauptsächlich die Schnelligkeit, würde ich sagen. Okay. Was nimmst du dir vor? Wie gesagt, du kommst aus dem Bundesliga-Kader, spielst jetzt die vierte Liga. Wie sieht denn der Zukunft im BSV aus? Ja, ich möchte jetzt erstmal auf jeden Fall eine erfolgreiche Saison spielen. Einfach meinen Teil dazu beitragen, dass wir eine gute Saison spielen, mich bestmöglich weiterentwickeln. Ja, Jeff bei uns, wer ihn noch nicht kennt, gerne bei YouTube gucken. Jeff war mit uns in Budapest. Heute mal auf dem Platz, 45 Minuten Gas gegeben, direkt vorgemacht. Wie war das hier heute für dich? Ja, wow, sehr schön, sag ich ehrlich. Hat Spaß gemacht, mit den Jungs zu spielen. Ja, war sehr anstrengend. Die Sonne knallt ordentlich. Aber ich denke, wir haben unser Bestes gegeben und am Ende verdient zusammen. Du sagst gerade, es macht Spaß, mit den Jungs zu spielen. Die waren die ganze Woche für dich. Das ist ja eine Umstellung. Jeden Tag Training war in der U19 ja nicht so, ne? Ja, also ich sag mal so, der Unterschied ist schon klar da. Ne? Also mit U19 und erste Mannschaft ist von der Intensität her nochmal eine ganz andere Sache, auch vom Tempo her. Und ja, mittlerweile habe ich mich schon ein bisschen daran gewöhnt, natürlich nicht 100%. Aber ich denke, in den nächsten Wochen oder Monaten werde ich da schon dran haben. Letztes Jahr hast du die U19 in die Bundesliga geschossen. Was nimmst du dir jetzt in der Regionalliga vor, im Seniorenfußball in deinem ersten Jahr? Ja, also ich sag mal so, ne, man versucht immer sein Bestes zu geben. Das habe ich jetzt auch vor. Und ja, am Ende des Tages wollen wir immer besser werden. Wir waren jetzt mit der ersten Mannschaft letzte Saison Platz 2. Und besser werden wir. Schauen wir mal von Spiel zu Spiel und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Und mehr als mein Bestes geben kann man sowieso nicht. Und das tun wir einfach. Drücken wir die Daumen, dass es klappt. Danke. Danke.